Okay, was passiert denn jetzt mit Ausrüstung modifizieren und herstellen? Kosten 20 Münzen, Armbrustbolzen. Kann ich das doch mal kaufen? Betäubungsbolzen. Auch nicht schlecht. Kugeln. Oh, eine Springmine. Eine Falle, die auf nahezu jede Oberfläche platziert werden kann. Ist nicht schlecht, ich kann aber mit sowas nicht umgehen. Granate, okay, kann ich bedingt mit umgehen. Kabelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Manipulierte Lichtwände, Blitzpfeile und Wachtürme wirken gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Hübsch, hübsch. So, ich kaufe jetzt aber hier noch eine Granate und noch ein Kabelwerkzeug. Das reicht. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Gute Träume. Gut, dann schlafen wir jetzt eine Runde. Sind dann ausgeruht und dann wird keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Okay, das mit der Schnellauswahl hab ich jetzt schon oft genug gesehen. Okay, einmal. Und ich glaube, kurz eine Erklärung, also zweimal. Jetzt gehen wir hier aber erstmal. Ah. Aber das ist aber schön. Irgendwas stimmt nicht. Warte. Ja, hier stimmt einiges nicht. Träume ich? Oder ist das hier Realität? Das wäre nämlich sehr traurig. Obwohl es eigentlich cool aussieht. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Was zum Henker? Teleportieren. Okay, drücke L1, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte L1 gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Okay, Sprung des Glaubens. Wow. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Die Kaiserin hier. Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten und so weiter und so fort. Okay. Eine Truhe. Pierrus Mana Elixier. Okay. Wir bewegen uns jetzt hier erstmal weiter fort. Pass auf, wo du hintrittst. Emilys Brief.
Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärest tot, so wie Mutter, aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam, es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst und hol mich. Ey, was? Wie abgefahren? Sieht richtig cool aus. Gefällt mir. So. Teleportieren wir uns hier aber erstmal weiter. So, was haben wir hier? Hier plant einer... Keine Ahnung was. Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall plant er... Oh. Irgendwas. Und hier ist eine Karte. Okay, alles ein bisschen verrückt. Aber okay. Oh shit. Na, das war nicht weit genug. Okay, nochmal. Nochmal von vorne das Ganze. So, jetzt schon besser. Was ist das hier oben? Oh, da, ach, die werden abgeschossen. Kann man das verhindern? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, als könnten wir da irgendwie was machen. Ziele auf den Rand eines Dachs, um einen Vorsprung oder... Okay. Gut. Also ist das jetzt so ein kleines Tutorial, wie man hier... Okay, kann ich nicht nehmen. Wie man hier diese Magie einsetzt. Finde ich nicht schlecht. Alle hopp. Alle hopp. Okay. So. Soweit, so gut. Kerzen. Ausblasen. Machen wir das Ganze doch mal ein bisschen hier dunkler. So. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Oh, lecker, ich habe das Herz in der Hand. Schön. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du L1 drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Okay, erstmal möchte ich hier aber die Truhe öffnen. Na, dann gucken wir mal. Bin ja gespannt, wie das wird. Ich finde es aber ein bisschen eklig, ein Herz in der Hand zu halten, das auch noch so ein richtiges Cyborg-Herz ist. Und damit rumzulaufen. Okay, das mit dem Cyborg finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht, aber allein, dass es ein Herz ist, das ich gerade in der Hand halte, finde ich eigentlich nicht ganz so doll. Ah, wir müssen weiter runter. Okay, ich hoffe mal, er kann jetzt hier nicht runter. Naja, okay, da. Fällt er nicht so tief. Ja, es schlägt langsam schneller. Ich gucke mir jetzt trotzdem nochmal hier unten. Oder hier hinten, oder oben, oder unten. Ich weiß gar nicht mehr, was hier Realität ist. Und was nicht, gucke ich mich hier erst noch um, ob es hier noch irgendwas gibt. Sieht aber nicht so aus. Und dann weiter nach unten. So, auch hier ist wieder eine Truhe. Da hinten ist das.
Ziel. Teleportieren. Das Herz teleportieren. So. Okay, Runen sammeln und Kräfte erwerben. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Okay, Kräfte. Nachtsicht. Ist wahrscheinlich jetzt das Einzige. Ne. Vitalität. Gesundheit erhöht sich. Gesundheitsregeneration. Verbessert sich. Na, ich denke mal, ich nehme hier die Nachtsicht. Möchtest du diese Kraft Nachtsicht für eine Rune erwerben? Ja, das möchte ich. Gut, drücke L1, um im Dunkeln sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände hindurch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel oder Fallen. Na, das finde ich doch gar nicht mal so schlecht. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir, so wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Gut, okay. Dann sind wir wieder in der Realität gelandet. Aber das fand ich echt cool gemacht. Ja, du warst in einer komplett eigenen Welt im Nichts. Und wurdest da ein bisschen rumgeführt. Wir haben jetzt Magie erhalten. Können uns teleportieren, können jetzt auch in der Nacht sehen und müssen auf jeden Fall noch mehr finden. Ja, das war kein Traum. Das ist echt Realität gewesen. Optional die Rune. Benutze das Herz, um die Rune in der Nähe des Hautpits zu finden. Okay, wo ist es denn, das ist? 116 Meter. Dann suche ich mal zuerst die Rune. Ich hoffe nur, dass jetzt keiner in der Nähe ist. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. So, einmal ins Wasser, dann tut das nämlich nicht weh, wenn du landest. Ich möchte ja nicht, dass wir noch mehr Leben verlieren, nicht wahr, Corvo? Ah, ein Fisch. Ah, super, die tun auch noch weh. Komm schon, Corvo, raus da. Raus. Okay. So, spiele auf deine Art. Kräfte. Die Kräfte, die dir von den Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten, beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit, bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Okay, dann gucken wir doch mal. So. Zeit verlangsamen. Wie viel brauche ich denn dafür? Zwei Runen. Und hier könnte ich jetzt eine einsetzen, um meine Gesundheit zu erhöhen. Ich weiß nicht. Ich denke mal, wir behalten erst noch die eine Rune. Und sammeln dann erstmal noch ein paar. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob er da hochkommt. Nope. Leider nicht. Macht nichts. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier wieder zurückkommen. Ich muss dann auch mal nachgucken, ob man die Reichweite überhaupt damit verändern kann, wie weit man sich dann teleportieren kann, wenn man also das verbessert, ob das dann auch geht. Moment. Muss jetzt erstmal gucken, wie wir hier überhaupt wieder zurückkommen. Du sollst nicht immer absaufen.
Soll's mal an der Oberfläche... Hallo? Ach, da ist ein Stein. Ich habe mich schon gefragt, warum er jetzt nicht mehr vorwärts kommt hier. So. So geht's doch auch. Gut, dann reden wir jetzt mal mit dem Admiral. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay, gut. Kräfte, Inventar. Alles klar. Gut, wir sollen jetzt zu dem Schiffe gehen, zu Samuel, der uns auf die erste Mission... Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten, diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Okay, optional. Verschone Hauptmann Kernow. Gut, mal gucken. Wenn ich dran denke und wenn ich es schaffe, dann werden wir ihm helfen. Wenn nicht, wird er leider sterben. Mal gucken, wie das wird. Wir kümmern uns auf jeden Fall um unsere nächste Mission im nächsten Part. Bis dahin, ciao.